Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schütze, der heutige Tag könnte eine Atmosphäre von Stress und Anspannung in dein Leben bringen, besonders wenn es um deinen Partner geht. Es hat den Anschein, dass dein Partner oder deine Partnerin schlecht gelaunt ist, vielleicht weil er oder sie einen anstrengenden Tag hinter sich hat. Wenn ihr zusammenkommt, ist es vielleicht am besten, in geselligem Schweigen zu sitzen und nicht zu viel zu sagen. Die Worte und Gesten, die normalerweise liebenswert sind, könnten deinen Partner oder deine Partnerin in dieser Zeit irritieren. Das könnte dazu führen, dass du dich auch etwas angespannt fühlst. Wenn du Single bist, solltest du zu Hause bleiben und dir deine liebsten Annehmlichkeiten gönnen, um deinen inneren Frieden zu bewahren. Astrologisch gesehen bietet dir die heutige Ausrichtung der Planeten eine wertvolle Gelegenheit, verschiedene Aspekte deines Lebens zu überprüfen und herauszufinden, was du loslassen kannst. Dazu könnten alte Verhaltensmuster, abgelaufene Lebensmittel in deinen Schränken oder überholte Kleidung in deinem Kleiderschrank gehören. Vielleicht stellst du auch fest, dass einige Beziehungen ungesund geworden sind oder deinem Wachstum nicht mehr dienen. Nutze diese Zeit, um dein Leben zu entrumpeln, sowohl physisch als auch emotional. Indem du ausräumst, was dir nicht mehr dient, schaffst du Platz für neue und positive Energien in deiner Welt. Im Umgang mit anderen ist es wichtig, sich zu behaupten, vor allem, wenn du mit Menschen konfrontiert wirst, die dich einschüchtern oder schikanieren wollen. Du hast die richtigen Fakten auf deiner Seite und es ist wichtig, dich nicht von ihrem Getöse beeinflussen zu lassen. Denke daran, dass die Menschen auf der anderen Seite des Zauns oft nur reden und nichts sagen. Behalte dein Selbstvertrauen und vertrete deinen Standpunkt, wenn es nötig ist, aber tu das ruhig und rational. An der romantischen Front hast du vielleicht die Chance, jemanden zu treffen, der dich schon lange fasziniert. Deine Fähigkeit, dich auf sachkundige Gespräche über eine Vielzahl von Themen einzulassen, ist deine Eintrittskarte, um diese stilvolle Person besser kennenzulernen. Der Planetenaspekt verleiht euren Gesprächen einen leichten und humorvollen Ton, der es euch beiden leicht macht, den Austausch zu genießen. Dieses erste Gespräch könnte nur der Anfang sein, denn du wirst dich vielleicht dazu gedrängt fühlen, eure gelernten Diskussionen zu einem späteren Zeitpunkt zu vertiefen. Wie bereits erwähnt, erlebst du heute vielleicht eine Welle von Emotionen, die zu Momenten der Tränen und Traurigkeit führen kann. Es ist wichtig, diese Emotionen als einen natürlichen Teil der menschlichen Erfahrung zu erkennen und anzunehmen. Verletzlichkeit ist nicht gleichbedeutend mit Schwäche, sondern offenbart deine Fähigkeit zu tiefen Gefühlen und Authentizität. Halte im Laufe des Tages Ausschau nach Lichtblicken, Hoffnungsschimmern oder herzerwärmenden Verbindungen, die dich an die Schönheit des Lebens erinnern. Deine Widerstandsfähigkeit und deine Fähigkeit, inmitten emotionaler Herausforderungen Positives zu finden, werden durchscheinen und dir am Ende des Tages ein neues Gefühl von Optimismus und Verjüngung geben. Lass dich von deinen Gefühlen leiten, denn sie sind die Leinwand, auf der du die leuchtenden Farben deiner inneren Stärke und Widerstandsfähigkeit malst. Aus astrologischer Sicht steht der Mond in Löwe heute im Quadrat zu Uranus, der im Stier rückläufig ist. Diese Konstellation ermutigt dich, aufrecht zu stehen und selbstbewusst deine Herzenswünsche, Gedanken und Meinungen zu äußern. Die Welt ist begierig darauf zu hören, was du zu sagen hast, also zögere nicht, deine privaten Gedanken in E-Mails, SMS oder in den sozialen Medien zu teilen. Du weißt nie, wer zuhört oder mitliest, und wenn du deine Meinung offen kundtust, kannst du dich mit Gleichgesinnten austauschen und dich an sinnvollen Gesprächen beteiligen.
Nutze diese Gelegenheit, um deiner Stimme Gehör zu verschaffen und dich an Diskussionen zu beteiligen, die dich ansprechen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 7 der Schwerter steht für Täuschung, Geheimhaltung und die Notwendigkeit, vorsichtig zu sein. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute vor Täuschung oder Unehrlichkeit auf der Hut sein musst, entweder von anderen oder von dir selbst. Sie steht für eine Zeit der Wachsamkeit und dafür, wie wichtig es ist, deine Interessen zu schützen. Die 7 der Schwerter ermutigt dich, deinen Instinkten zu vertrauen und auf versteckte Absichten oder betrügerisches Verhalten in deiner Umgebung zu achten. Sie erinnert dich daran, Maßnahmen zu ergreifen, um dich und deine Interessen zu schützen. Die 7 der Schwerter wird von der Karte Die Welt begleitet. Diese Karte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines Ziels. Sie steht für das Erreichen eines bedeutenden Meilensteins und für ein Gefühl von Ganzheit und Erfolg. Die Welt lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und den Abschluss eines Kapitels deiner Lebensreise anzuerkennen. Sie erinnert dich daran, dass du das Potenzial hast, deine Ziele zu erreichen und ein Gefühl der Erfüllung zu bekommen. Schließlich haben wir noch die Gerechtigkeit. Diese Karte steht für Ausgewogenheit, Fairness und die Notwendigkeit eines unparteiischen Urteils. Sie steht für eine Zeit, in der es darum geht, gerechte und ausgewogene Entscheidungen zu treffen und dafür zu sorgen, dass die Fairness überwiegt. Die Gerechtigkeit ermutigt dich, deine Optionen sorgfältig abzuwägen und Entscheidungen zu treffen, die mit deinem Sinn für Integrität und Fairness übereinstimmen. Sie erinnert dich daran, dass Ausgewogenheit und Unparteilichkeit zu positiven Ergebnissen führen. Die 7 der Schwerter, die Welt und die Gerechtigkeit ergeben zusammen eine Kombination aus Vorsicht, Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mach dir heute die Energie der 7 der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bist und auf Täuschungen oder versteckte Motive achtest, sei es bei anderen oder bei dir selbst. Vertraue auf deine Instinkte und ergreife Maßnahmen, um deine Interessen zu schützen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Welt, indem du deine Erfolge feierst und erkennst, dass du eine wichtige Phase deines Lebensweges abgeschlossen hast. Nimm ein Gefühl der Erfüllung an und erkenne dein Erfolgspotenzial an. Kanalisiere die Energie der Gerechtigkeit, indem du bei deinen Handlungen und Interaktionen ausgewogene und faire Entscheidungen triffst. Achte darauf, dass deine Entscheidungen mit deinem Sinn für Integrität und Fairness in Einklang stehen. Diese Deutung steht für einen Tag der Vorsicht, der Erfüllung und der Bedeutung von Fairness. Mache dir die Energie der 7 der Schwerter zu eigen, indem du wachsam bleibst. Nutze das Gefühl des Erreichten und der Ganzheit, das dir die Welt bringt. Nutze die Weisheit der Gerechtigkeit, um ausgewogene und gerechte Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Erinnere dich daran, dass du durch Wachsamkeit, das Feiern deiner Errungenschaften und faire Entscheidungen mit einem Gefühl der Integrität und Erfüllung durch den Tag gehen kannst und gleichzeitig deine Interessen vor möglicher Täuschung oder Unehrlichkeit schützen kannst.